Moin Leute und herzlich willkommen zu The Forest mit Let's Go. Jawohl. Da sind wir wieder im Wald in Le Forest. Ehrenrunde. Ehrenrunde, immer genau. Noch. So. Soll ich gleich erzählen oder? Ja, ich bin ruhig, wollte es nicht schon. Erzähl direkt mal, was los ist und dann kommen wir hier quasi direkt rein wieder. Genau. Also. Für mich, also für meinen Kanal jedenfalls, wird das die letzte The Forest-Folge dieser Staffel werden. Und ja, wenn ihr noch weiter The Forest sehen wollt, dann schaut dieselbe Staffel einfach bei Lasko weiter. Sie wird noch weiter laufen. Allerdings, ja, ich dachte mir, bei den Aufrufen erspare ich mir die ganze Arbeit mit Thumbnail erstellen, mit Schneiden, mit Hochladen, Beschreibungen einfügen und so weiter und so fort. Von daher wird diese Folge auf meinem Kanal, also diese Staffel hier, zumindest die letzte Folge von The Forest, und das ist ja kein Abbruch. Die Staffel läuft auf Lasko seinem Kanal sowieso parallel aus seiner Sicht und da könnt ihr die Staffel dann auch weiterschauen. So. Ach so, ja, genau. Richtig, genau so. Ist erstmal das und trotzdem war ich denn jetzt? Mein Gott, fängt direkt wieder gut an. Ja, ich fange mal lieber so an. Ist jetzt eine lange Pause, weil bei mir war es genau umgekehrt. Die letzten Folgen wurden dann doch sehr interessiert verfolgt. Schöne Grüße an alle, die fleißig kommentiert haben auf Social Media und auch bei YouTube definitiv. Und jetzt geht es bei uns weiter. Wir hatten eine sehr lange Pause. Wie lange haben wir nicht gezockt? Monat länger? Ja. Also wir hatten ja ein bisschen in Vorproduktion, ne? Die Folgen, die ja so, die letzten Folgen, die rauskamen, die waren deutlich früher aufgenommen, als sie ausgestrahlt wurden. Und ja, dadurch hatten wir ein kleines Polster aufgebaut, dann war Jahreswechsel und so weiter. Da haben wir vielleicht einmal gespielt oder zweimal, so glaube ich noch. Ja. Irgendwann dann. Ja, und jetzt ist schon Ende Februar fast und ich glaube in dem, haben wir schon im neuen Jahr gezockt? Ich glaube, im Jahr Anfang Januar irgendwann nochmal. Ja, genau. Also auf jeden Fall, ihr merkt schon, ne? Wenn man schon überlegen muss, wann war es lange. Und gerade bei den letzten Folgen bei mir haben sich dann sehr viele Leute gemeldet, finden das super, freuen sich mit mir oder mit uns auch zusammen hier auf Suns. Und ja, deshalb, wie gesagt, also ich wollte die Ehrenrunde sowieso beenden. Ich glaube eher, Antares opfert sich ein bisschen hier für mich auf, weil das Safe Game bei ihm auf dem PC drauf ist. Nö, ach und, Quatsch, nein, das ist, also ich habe Spaß am Game, weißt du, wir zocken ja gern zusammen und also ich auf jeden Fall mit dir und ich nicht, ich bin halt das so machen wir auf jeden Fall ganz normal weiter, die Staffel hier werden wir so weit fortführen, wie wir Lust und Laune dran haben, weißt du, das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe in meinen Augen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr bei Antares hat jetzt, aber muss man ja auch mal sagen, ne, in der letzten Zeit ja, ganz, ganz andere Sachen und ja, was heißt sagen? Ne? Soll ich das? Das ist ja Quatsch. Das ist ja eigentlich. Ja, wenn du willst, kannst du das gern sagen. Wir haben viele andere Sachen. Gildentechnisch. Also hat jetzt nichts mit Forest zu tun, aber wir sind da sehr aktiv bei No Man's Land. Schaut mal gerne bei Antares rein. Er ist jetzt, hat letzte Zeit sehr viel mit Guides zu tun und Gildenleitung und so weiter. Sehr spannend. Vielleicht schaut ihr mal rein und wenn ihr Interesse bekommt, könnt ihr euch auch gerne da bei uns melden. Ein bisschen Schleichwerbung für die Streuner. Könnt ihr gerne machen. Schaut ein mal Handyspiel gerne rein. Ist das. Genau, ein Handyspiel Walking Dead. Da haben wir eine Gilde und da sind wir ja immer schon drin, schon eine ganze Weile, aber letzte Zeit wächst das Ding durch Antares, weil er halt bei YouTube auch vertreten ist und viele Videos dazu gemacht hat. Und dadurch steigt da die Anfrage. Ja, und da haben wir halt auch, oder da hat Antares noch sehr viele Baustellen gerade aktuell, die er auch noch bedient nebenbei. Deshalb, also der Kanal hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Aufmerksamkeit bekommen in der letzten Zeit. Deshalb, schaut gerne da mal rein. Wenn es euch interessiert, lasst einen Kommi da und dann meldet sich Antares auf jeden Fall bei euch zurück. Und vielleicht sehen wir uns dann ja dort in Game wieder. Sehr jo. Gerne. Haben wir auch gerade eine zweite Gilde aufgemacht für die Neuen, wer dazukommen möchte. So, aber jetzt reicht's mit Werbung. Ist auf jeden Fall einiges los. Bring das Holz hier nicht weg, ne? Wir bauen ja hier die Defense. Jo, nö, ich hack hier mit der Machete.
Ja, ich habe auch. Ich mit Absicht jetzt keine Säge angeschmissen. Genau, ja, so viel dazu. Aber ich habe mega Bock, diese Runde zu beenden. Wir haben ja noch vor, den ganzen Wald hier zu roden, hier auf der nächsten Seite und da unsere Defense aufzustellen mit Ja, dem also neu gewonnenen Stab. Sons of the Forest, wenn das rauskommt, das werde ich auch auf jeden Fall hier wieder auf dem Kanal bringen. Ja, das würde ich doch meinen. Na, das wollte ich halt nochmal erwähnen. Das Ja, geht jetzt sobald das halt Ding nur raus um, ist, sind wir dabei, ne? genau, nur um diese eine Staffel hier, die ich mir halt einfach spare. So. Ja, ist auch gar kein Ding. Das war so eher so mein Traum, diese Ehrenrunde einfach festzuhalten. Das letzte Mal wahrscheinlich, dass ich oder wir oder wie auch immer auf jeden Fall Forest spielen werden, weil ich meine, der Nachfolger, wer da die Trailer gesehen hat, ich meine, The Forest sieht ja heute auch noch super aus, aber ist einfach so geil, was da kommt, schätze ich. Schaut mal an, wie lange ist The Forest schon unterhält, ne? Seit wann das schon irgendwie bei Steam erhältlich ist. The Und Forest ist einfach der Hammer. ja, Also vor mega allen Dingen Game. guck dir Sons of the Forest die neuen Trailer an. Und dann. Gibt's neue? Nein, nein, die Ach zwei so. Stück, die da raus sind, aber. Und dann guck mal parallel einfach bei Steam Neuerscheinungen und finde mal irgendwas, was irgendwie geil ist, ne? Es ist nicht Ja. einfach. Ja Und das gut, da Spiel, werden sich das hat jetzt die halt. Meinungen teilen, ne? Leute, Natürlich, klar, ne? Aber. was wir nicht geil finden, finden andere wahrscheinlich noch geiler. Richtig, Aber aber in das dem hat halt. Bereich, was wir spielen, ist das schwierig, ja. Also, die Trailer haben mich total geflasht, ne? Ja, Also. mega. Jetzt kann man nur hoffen, dass es halt nicht ohne Ende aufpoliert wurde und aufgehübscht wurde und dann nachher nicht so aussieht. Ist ja auch immer so ein Ding. Ja. Aber wenn sich The Forest oder Sons of the Forest nur einigermaßen so anfühlt und spielt wie in meinem Kopf, dann ist das der Wahnsinn. Ja. Also was man ja gesehen hat, ist einfach mega und ach, ich freue mich. Ich bin schon wieder im Hype. Direkt im Hype. Mal Forest angeschmissen im Suns Hype. Ja. Man weiß aber auch noch nichts Genaues, ne? Nee, man kennt halt nur die Trailer, ne? Aber wenn man dann schon sieht, wie die Oh, wir haben Besuch. NPCs sich bewegen, ne? Ja, mega. Vor allem auch diese Schusswaffen. Ich bin so gespannt, wie die sich ins Spiel einfügen, ne? Oh! Ich habe mich selber mit einem Baum fast durchgeschlagen, weil ich vor einem Kannibalen abgehauen bin. Headshot. Boah, mega. Ich muss mal kurz Medis nehmen. Daneben. Ja, definitiv. Deshalb möchte ich hier auf jeden Fall einen schönen Abschluss finden. Mein Game ist durch. Die Pistole werden wir uns nicht besorgen, oder? Das habe ich jetzt gerade jedenfalls keine Lust drauf. Also ich sag mal so, wir haben in der vorherigen Staffel haben wir es versucht und dann wurde bei irgendeinem ein Teil irgendwie nicht angezeigt, bei den anderen schon Stimmt. und dann gab es da irgendwie Probleme und ich glaube, das ersparen wir uns, oder? Ja, ich weiß auch, dass wir das probiert hatten, aber ich glaube, ich war das sogar, der dann keine hatte oder nicht ging oder wie auch immer. Das, also ich meine, ich hatte sie schon mal und ich meine, ich weiß nicht, ob man die haben muss. Ich habe meinen Bogen, ich habe die Leuchtpistole und das reicht vollkommen. Ja. Deshalb, ich brauche sie jetzt nicht. Also sonst haben wir alles, außer, ja gut, die Armbrust, die haben wir ja geholt, aber die habe ich jetzt nicht, weil ich ja dann zu blöd war zum Speichern irgendwie. Ja, sag Aber die mal, könnte ich. willst du schon mal den Grundriss markieren? Dann können wir die schon mal da rein ballern. Ja, ich gucke gerade, wo ich. Ja, was heißt Grundriss? Ich weiß noch gar nicht, wie wir bauen. Also eigentlich roden wir hier noch, ne? Und dann wollte ich ein bisschen. Ich guck mal gleich. Lass uns hier noch ein bisschen frei machen. Jo. Zur Not bauen wir Lockholder. Die könnten wir. Alter, jetzt hast du mich erschlagen mit dem Baum. Ich bin doch gar nicht in deiner Nähe. Wir Der müssen den Baum ist Baum einfach umfahren. so umgefallen. Pass auf, ich platziere mal hier erstmal ein paar Lockholder, dann können wir die hier erstmal einsortieren, ein paar, ein bisschen Platz machen. Ne, nicht Trockengestell. Mach das jetzt einfach mal. Baumstamm, Alter. Ja, bau ruhig was, wenn du eine Idee hast. Nee, Scheißegal, nee, also. nee. Jo, hat Oh. geklappt. Alter. Hast du das? Es. Boah. Ja, ein bisschen Bäume gefällt Ja, ein bisschen. hier. Geil. Das ist geil, ne? Drei Stück sind stehen geblieben. Die mache ich jetzt noch mit der Axt. Mach mal das nochmal größer. Ah ja, so.
do. Muss auch gestehen, ey, wir haben ewig keine Hardmode-Playlist in irgendeiner Form gemacht, ne? Mhm. Das fehlt mir auch, mich irgendwie durchzuquälen. Was machen wir mit Sons? Machen wir das dann direkt im Hardmode? Und versauen uns dann das ganze Spiel, weil wir das dann durch sind, oder? Können wir machen. Wäre doch was, ey. Aber da wissen wir halt nicht, wie wir am Anfang an den Bogen kommen, ne? Nee, das ist es ja. Das ist vielleicht gibt es da ja irgendwas anderes. Ach klar. Zur Not haut man immer ab, ne? Erstmal. Ist wie es ist. Ja, was meint ihr dazu, wenn Sons of the Forest rauskommt? Was wollt ihr sehen? Zwei total am verzweifelnde Let's Player, die direkt im Hard-Mode starten, oder wollt ihr uns direkt erst im Soft-Mode sehen? Ich sehe das immer so, es hat natürlich wie alles auch Vor- und Nachteile, hat auch das Vor- und Nachteile. Ich liebe es, mich dadurch immer zu quälen, gerade durch Games, die ich gar nicht kenne, finde ich immer geil, wenn man das erste Mal ja mit hohem Anspruch an die Sache rangeht. Einerseits total geil, der Einstieg ist super. Andererseits finde ich der Nachteil, wenn man ein Spiel direkt im Hardmode spielt und man früher oder später gewöhnt man sich ja an eine Schwierigkeit und an das Gameplay und so weiter. Und wenn man es dann aber durch hat, dann kann es nicht mehr schwieriger werden. Das heißt, dieses Spiel kann man sich nicht mehr schwerer machen. Und jeder Versuch, ein normales Game zu spielen, ist langweilig. Weißt du? Also, ja. Das Game dann nochmal spielen auf normal ist dann Downgrade, weil du kannst das Spiel dann quasi, der Wiederspielwert geht so ein bisschen verloren. Aber wenn du das Spiel normal spielst, kannst du immer sagen, so, nächstes Mal zocke ich im Hardmode. Wenn du aber den Hardmode direkt meisterst, dann bleibt da keine Steigerung mehr. Ne? Sei denn, es kommt eine Permadeath-Mod raus oder so. Ja, habe ich aber auch ein Gegenargument, ne? Ja, gibt es auch. Aber das ist auf jeden Fall ein Gegenargument gegen Hardmode. Ja, also, wenn du ein Spiel direkt im Hardmode spielst, dann hast du dran zu knabbern, ne? Dann kommst du nicht so leicht durch. Na, wenn du jetzt ein Spiel im Soft-Mode erstmal durchjuckelst und du weißt, du kennst die Mechaniken, du weißt, wie es alles läuft und so weiter und so fort, dann machst du einfach, jetzt mache ich das Ganze noch einmal, nur in schwerer. Ja, ist dann das ist auch ja mein Hauptargument für Hard-Mode, ganz genau. Genau, aber das ist dann halt auch nicht mehr so spannend, weil du halt dann die Story schon kennst, ne? Ganz genau. Wenn ich jetzt so an meine Kindheit denke, wie ich Sonic auf Sega gespielt habe, da konnte ich nicht sagen, ich spiele das jetzt einmal mit unendlich Leben durch, dann weiß ich, wie alle Levels gemacht werden und spiel's dann richtig. Da wurde ich mit meinen 3 Leben ins Spiel geworfen und wenn ich tot war, dann war ich tot, ne? Dann kann ich resetten und neu starten von vorne. Ja, ich bin derselben Meinung. Also es gibt auch Hardmodes, die einfach nur blödsinnig sind, weil sie einfach nur ja total doof gemacht sind, überschwer sind, was weiß ich nicht. Also wie soll ich das erklären? Also wenn zum Beispiel ein Hardmode nicht bedeutet, ich muss mich jetzt mehr anstrengen, nur zum Beispiel die Gegner halten jetzt 100 Schuss aus. So. Weißt du, was ich meine? So wie jetzt zum Beispiel bei The Forest der Hardmode blödsinnig hier ist, weil du andauernd frierst. Also was hat das mit Schwierigkeit zu tun? Man muss halt alle 5 Meter eine Fackel nachts anzünden. Mhm. Das hat für mich nichts mit Anspruch zu tun, es nervt. Richtig. Ne? Ja. Ich meine, klar, wir haben es durchgespielt und wir haben es auch geschafft, aber es war einfach nervig. Ja. Du bist ins Wintergebiet, du betrittst das Gebiet, du frierst. Ja, du kannst klar, nichts machen, du kannst irgendwann nicht zielen, du verlierst halt Leben, weil du erfrierst. Ne? Das gibt es also wirklich auch bei Green Hell hatten wir es auch. Da gibt es halt Sachen. Ja. Die stören dann einfach nur noch, ne? Weil du halt ganz wirklich genau nichts anderes Green Hell mehr machst. Paradebeispiel. Du musst also alle 5 Minuten Nüsse, Fleisch und Fisch essen, sonst geht's dir schlecht. So, richtig, weißt du? Ja. Also du kannst nicht mal einen Tag vielleicht nur 3 Bananen essen. Jeder normale Mensch weiß, dass man ein paar Tage ohne essen kann, ne? Ja. Deshalb, also wenn das Wasser stimmt, dann kann man da locker ein paar Tage ohne Essen haushalten. Natürlich, gut, wenn man dann nicht volles Leben hat, okay, ne? Hast halt halbes Leben, finde ich in Ordnung, du bist ja geschwächt und so. Aber dass du dann direkt Debuffs und hier und
dann kannst du nicht mehr laufen oder so ein Scheiß. Das ist auch bei The Long Dark übrigens so ein Thema gewesen. Das war auch. Bist du da durch jetzt eigentlich, ne? Ich bin nicht durch. Nein, ich habe mittendrin gesagt, dass es für mich reicht erstmal. Ja, nee, das meine ich. Also du bist durch mit der Staffel. Machst da nicht weiter. Die Staffel habe ich dort beendet. Es fing dann wieder so an, dass ich von neu angefangen bin und dann wieder irgendwie in das Gebiet rein bin, wo ich ursprünglich angefangen bin, im alten Safe, weil die Gebiete sind ja verknüpft miteinander. Ja. Und ich wollte da halt einfach, ich weiß nicht, es hat mich dann da verlassen an der Stelle. Game ist geil, macht immer noch mega Spaß, hat ja auch die ersten Erfolge und so und ein paar Tage überlebt. Ja. Knackig, definitiv, aber ich habe gesagt, wenn ich das dann wieder zocke, dann wahrscheinlich mal im Story-Mode oder so, wo ich halt ein Ziel habe, wo ich ein bisschen, ja, was, ne, weil sonst, du guckst halt immer nur bis zum nächsten Essen, dann hast du wieder für ein paar Tage Essen, dann ist alles gut. Ist schwierig, also wenn ich an mich denke, wenn ich da alleine wäre, in so einer Kälte, das sind ja Minusgrade vom Allerfeinsten, ich würde eine Bude nicht verlassen. Ich würde da gar nicht rausgehen. Weißt du, wozu? Wieso soll ich da rausgehen? Ja, wenn du Essen und Trinken, wenn du alles da hast. Ja, genau. Dann kommst du weit, dann brauchst du Essen. Gut, dann gehst du halt ins nächste Gebäude. Wenn du Glück hast, findest du was. Muss ich sagen, ist auch geil gemacht. Also man kann wirklich... Es ist halt reine Glückssache. Also mal findest du wirklich nix und dann verreckst du, ne? Oder halt, du hast halt wirklich mal Glück und findest mal ein paar Riegel und dann habe ich ja angefangen mit dem Kochen und alles. Also das ist schon geil gemacht, ne? Wow. Wow, jetzt sterbe ich. Wo bist du? Ich bin tot. Nee. Heb mich auf. Kann ich das? Ja, ich hoffe. Mit Linksklick, oder was? Geh mal hin. Hast du mit mir gemacht, Alter? Ich hätte dich gern gesehen, ich habe nur noch gesehen, wie du runtergefallen bist. Mist. Boah. Bist du richtig durch die Luft geflogen, ne? Ja, Mann. Jetzt haben wir das auch in der E-Runde drin, sehr schön. Bugs. Bugs bis zum Schluss, das ist The Forest, Mann. So, komm, mach. Ach, wenn man, das, wenn man sowas gezielt nutzen kann, dann katapultiere ich dich oben auf den Berg im Wintergebiet. Das glaube ich dir. So, mal die Rüstung angezogen, sonst sterbe ich gleich beim nächsten Treffer. Jo, ich würde sagen, dann haben wir hier einiges an Dingern. Ja, ein bisschen Platz haben wir auch. Ja, jedenfalls so, das wäre mein Wunsch, weil wenn ich jetzt, ja, wäre halt schön, wenn das nicht so wäre. Also wenn das wirklich dann halt nur wieder mit Kälte ist und ja, du bist im Hard-Mode, du musst jetzt halt ewig essen und so, das finde ich halt blöd. Wäre halt cool, wenn die Gegner wirklich nur noch geheadshottet werden können, da bin ich voll für sofort tot, ansonsten halten sie halt mehr aus, alles cool. Darum geht's ja auch. Aber wenn ich dann da merke irgendwie, oh, okay, jetzt regnet's und ich friere und ich verliere Leben schon, dann ist das blöd. Richtig. Also wir können gerne im Hartmut einsteigen und wenn es dann nicht absurd ist, dann gerne durchziehen. Also bin ich immer für. Und dann, ja, finde ich das Maximale so aus diesem Spiel schöpfen, weil dann, zum Beispiel so wie jetzt hier, ich mache mir hier gar keine Sorgen, wenn jetzt 10 Mutanten hinter mir stehen würden. Alles cool. Jo. Ne, kommen sie halt, rennst sie halt hin und her und schießt ein paar Pfeile ab und dann sind sie halt tot vielleicht, ne? Ja. Aber wenn das jetzt Hartmut wäre, würde ich jetzt langsam gucken, okay, die Sonne geht unter, vielleicht bleibe ich jetzt nicht mehr hier. Weil sonst kommt einer, der one-hittet mich gleich. Das ist der Unterschied. Aber auch das war eine bewusste Entscheidung, dass wir die Ehrenrunde uns nicht abhetzen. Haben wir alle schon durch. Mhm. Obwohl ich muss sagen, vielleicht war das auch nur in meiner Erinnerung, aber der Boss, der war irgendwie härter als im Hardmode diesmal. Der hat echt. Also der hat mehr ausgehalten, als ich gedacht habe. Also vor allem, ich habe echt gedacht, hier im Soft-Mode fällt der ruckzuck um. Ne? Ich dachte auch, wir gehen da rein, schießen 5 Pfeile drauf und dann war's das. Aber der hat also gefühlt, ich weiß halt nicht mehr im Hardmode, wie das war, aber gefühlt so in meiner Erinnerung hat er echt zumindest gleich viel ausgehalten. Richtig, also ich behaupte jetzt einfach mal, der hat gleich viel Leben, ob Softmode oder Hardmode, vielleicht macht er mehr Schaden, ne? Oder so, oder du selber machst halt im Hardmode vielleicht weniger Schaden. Naja, ist ja egal, kommt auf selber raus, ne? Ob er mehr Leben hat oder du mehr Schaden machst. Ja. Lasko-Logik nennt man das. Damit muss ich halt leben. Man gewöhnt sich dran.
Obwohl, da müsst ihr Antares fragen, wie er das schafft immer wieder. Was denn? Wie du das schaffst? Nee, man müsste dich fragen, wie du das immer schaffst, mit meiner Logik klarzukommen. Ich mache mir einfach nicht zu viele Gedanken drüber. Sehr geil. Sehr geil. Sehr, sehr diplomatisch auf jeden Fall. Er nimmt, wie es ist. Richtig. Er hinterfragt nicht, dann ist alles verloren. Da hätten wir mal hier so eine Taschenlampe. So, jetzt wird's dunkel, ne? Wollen wir schlafen gehen? Dann ist wieder hell. Sieht man ja, mehr. Musst du ein bisschen warten. Wenn du zu früh gehst, dann überspringst du die Nacht nicht komplett, weißt du doch. Lass uns noch warten, bis es wirklich dunkel ist. Und eine Taschenlampe hier. Hallo. Hast du doch Taschenlampen, oder nicht? Ach ja, naja, wer es noch weiß oder wer es nicht mehr weiß, ich weiß es noch. Auf jeden Fall machen wir eine Lagerfeuer-Camcorder-Session. Lagerfeuer-Camcorder-Session, ach so. Jo, also auf jeden Fall. Wir mal gucken. Ah ne, du hast ja das Tablett nicht, ne? Müssten wir ja einmal nochmal zum Flieger für dich eigentlich, dass du das Tablett looten kannst. Je nachdem, obwohl wir müssen. Muss ich dir irgendwas geben oder was? Ja, ich überlege gerade, wir haben ja noch nicht alle Kassetten, die es im Spiel gibt, wahrscheinlich, ne? Um alle mal durchzugucken. Wir können ich halt habe drei Kassetten. Armsi-Ausbruch, Artefakt, Beschrift und dann sehe ich nichts mehr. Und Ankunft beschriftet. Was? Megans Ankunft. Und auf jeden Fall können wir das nochmal machen. Wenn Antares nicht mehr aufnimmt, dann ist das ja egal, weil dann müssen wir das nicht irgendwie parallel machen, sondern dann können wir das mal machen bei einer Session, wo Antares hier baut oder farmt oder kämpft, und dann können wir uns gemütlich am Lagerfeuer die Show angucken und nebenbei mal die Camcorder durchgucken und alle Beweise, die wir so gesammelt haben bis jetzt, weil wir waren ja schon viele in den Höhlen, das fing ja echt spontan an, ne, mit den Höhlen hier in der Ehrenrunde. Wir wollten irgendwie nur einen Teil holen und dann waren wir irgendwie die ersten 10 Folgen in Höhlen unterwegs und dann hatten wir alles. Fand ich aber sehr geil, dass wir das ohne, also fast ohne. Später, glaube ich, hast du dir ein Video angeschaut zum Bogen oder so, ne? Kurz mal oder irgendwie so. Ganz kurz. Ja. Oder? Habe ich das überhaupt mal gemacht? Ja, du hast, glaube ich, einmal gesagt, oh, da habe ich was gesehen und ich weiß es jetzt wieder. Du hast also nur kurz irgendwie wohl was kurz gesehen und dann hast du dich wieder daran selbst erinnert und dann haben wir das einfach angewendet. Also wir haben wirklich alles soweit aus der Erinnerung gemacht. Selbst, ich gucke gerade ein Video. Gucken, wie lange das geht. Ist schon vorbei. Ja, das sind nur so Ausschnitte, ich weiß. Ja gut, dann mache ich das mal eben schnell noch. Dann gucken wir gleich das zweite an. Jo. Also bei Antares seht ihr jetzt schon, was er da hat. Und, soll ich jetzt ruhig sein? Hast du Ton auf dem Video? Ja, nur Rauschen. Alles gut. Ich werde das ranzoomen, wenn ich das schneide nachher, ne? Dann zoome ich mal die Kamera ran, dass man auch mehr sieht, weil das ist halt schon sehr klein, ne? Oder ich komme jetzt auch zur Base zurück, dann können wir einmal schlafen. Ich glaube, jetzt ist Stock. Letztes Stock Video. Oh, geil, da sieht man die Halle. Ah, so ist also die Scheibe kaputt gegangen. Geil. Jo, sehr cool. Das gebe ich mir auch noch nächstes Mal. Demnächst mal. So, das war's. Ne? Ja, perfekt. Sollen wir pennen gehen? Können wir das schon? Ah, nee, können wir gar nicht. Guck mal. Ja. Gutes Argument. Dann esse ich was. Was haben wir hier? Essen. Guck mal, jetzt im Soft-Mode fängt der an zu frieren und zittert dann schon langsam bei mir. Das ist mein Wärmeanzug, da ist er. Können wir jetzt wieder ausrüsten, nachdem wir uns wieder nach unserem Fast-Tod durch Antares abgeholt haben. Hier haben wir auch noch Sachen nicht beendet, ne? Was haben wir denn hier noch? Ja, in der Hütte da ganz viele Sticks und so fehlen noch. Oh ja, ein paar Felle. Obwohl, Hirschfelle haben wir jetzt hier hängen, ne? Hol ich mal ran hier. Können wir das Bett hier fertig machen. Hirsch ist doch hier, ne? Jo. Steine haben wir hier auf jeden Fall auch noch. Ja, die habe ich heute voll gemacht, alle, wo wir noch gequatscht haben vor der Aufnahme. Ach, das sind Hasenfelle, okay, und Sticks. Knochen habe ich ein paar. Okay, das war's. Hasen habe ich auch zwei hier aufgehangen irgendwo. Hier. Ne, das sind diese komischen
Dinger, die wir so lange gesucht haben. Hier fehlt auch noch Licht hier. Der Kamin, der braucht eigentlich auch noch ein Feuer, ne? Ja, da muss ein Lagerfeuerchen rein, genau. Normales oder muss da ein besonderes? Ja, so ein kleines ohne Steine. Weißt du? Einfaches Feuer. Kannst du jetzt mal dieses Fell hier aufnehmen, danke. Ja, genau, damit das halt so aussieht wie ein Kaminfeuer, ne? Ah, okay. Ein Hasenfell bräuchten wir noch, dann wäre das Bett hier fertig sogar. Ah, guck. Und ein paar Knochen. Ja. Ah, die guck holen wir dann gleich. Schön hell jetzt hier. Ah, schön. Mega. Ja. Sehr cool, hier, ja. Das Dach, das ist einzigartig. Das tut mir leid, also. hätte ich das Bierchen also, weggelassen. Wenn dieser Balken nicht wäre, dann wird das alles einstürzen hier. Plus, ne? Der Berg dahinter. Ja. Dieser überaus sinnvolle statische Balken trägt die ganze Insel. Richtig. Würde ich sagen. Guck mal den Wind an, Alter. Der Baum, dass er noch steht, ey. Jo, eigentlich ist das ja nicht mal eine Base. Hier sind einfach nur, hier sind einfach nur Sprengstoffbehälter und Schränke für Medis und so. Ach, apropos, kann ich mal wieder auffüllen. Also mir selber nehmen. Aber ey, für uns hat's gereicht die ganze Zeit, ne? Mehr braucht man an sich nicht. Mehr als ja, hier perfekt. Ist, braucht man an sich nicht. Perfekt. Ah, letzter Hasenfell habe ich gefunden. Ich find's auch. Also noch, man hätte nicht mal dieses Häuschen gebraucht. Das hätte auch gereicht. Na egal. Genau. Ich will mich jetzt nicht beschweren, was ich gebaut habe. Ein bisschen. Jo, also wir könnten gleich schlafen gehen. Würde ich jetzt nicht, wird schon hell. Achso. Hält doch schon auf. Gut. Jedenfalls beende ich an meiner Stelle das Video jetzt. Warte. Bin ich schon natürlich in Wasser gesprungen. Ja, alles gut. Den machen wir zusammen hier am Lagerfeuer, warte mal. So. Für Antares endet die Ehrenrunde. Richtig. Also jedenfalls auf Bild. Wenn ihr jetzt noch Lust habt, weiter zu schauen, dann guckt auf jeden Fall im Abspann, in der Videobeschreibung oder in der Infokarte. Da könnt ihr dann auf Laskus Kanal gehen. Sehr gern. Und tschüss. Tschüss.